Bücher gibt es seit dem 5. Jahrhundert nach Christus. Bakterien gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren und sie haben aufgrund ihrer langen Evolution praktisch alle Lebensräume der Erde besiedelt. Dabei sind geschätzt bis zu 1,7 Milliarden Bakterienarten entstanden, gegenüber zum Beispiel nur 400.000 Pflanzenarten. Mein Name ist Jörg Overmann und ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit der Ökologie und der Vielfalt von Bakterien. Diese ungeheure Vielfalt kann man zumindest teilweise bereits im Mikroskop erkennen. Sie reicht von einfacheren Formen wie Zellketten bei Streptococcus, der auch auf dem Menschen vorkommt, über Zellfäden photosynthetischer Bakterien in Seen, wie zum Beispiel Chloronema, bis zu Myxobakterien, die sich von Holz oder sogar anderen Bakterien ernähren und auffällige Fruchtkörper bilden. Noch besser lassen sich diese ganz unterschiedlichen Lebensweisen an den detaillierten Bakterienmodellen zeigen, die wir im Rahmen des Projekts anhand verschiedener mikroskopischer Ergebnisse erstmalig für eine Ausstellung konzipiert haben. Man kann hier klar die Zellketten bei Streptococcus, die mehrzelligen Fäden und in den Zellen sogar die Organellen für die Photosynthese bei Chloronema oder auch die gefärbten Fruchtkörper erkennen bei den Myxobakterien. Viele Bakterienarten ähneln sich allerdings in ihrem Aussehen so stark, dass man sie nur durch viel aufwendigere Untersuchungen ihrer unterschiedlichen Stoffwechseleigenschaften, neuerdings anhand aber auch ihrer Genomsequenzen im Labor unterscheiden kann. Mikroorganismen in Büchern, da denkt man heute eigentlich zuerst an Schimmel oder Stockflecken. Bisher ist über Mikroorganismen und vor allem Bakterien in Büchern extrem wenig bekannt. Ende des 19. Jahrhunderts wurden Bücher dennoch durch giftige Dämpfe desinfiziert oder sogar verbrannt, da sie als Ursache für die Verbreitung ansteckender Krankheiten galten. Mit Ausnahme der Auslösung von Schimmelpilzallergien konnte dies wissenschaftlich bisher aber gar nicht belegt werden. Und nur ganze 550 der genannten 1,7 Milliarden Bakterienarten sind tatsächlich Krankheitserreger des Menschen. Die meisten Krankheitserreger allerdings überleben zudem nur schlecht oder gar nicht außerhalb des Wirts. Bei manchen anderen Bakterienarten kann eine einzelne Mikrobenzelle dagegen viel länger überleben, als es überhaupt Bücher gibt. Das ist für die Untersuchung mittelalterlicher Handschriften also von besonderem Interesse. Manche bodenbewohnenden Bakterienarten bilden zum Beispiel extrem stabile Endosporen. Das sind hochresistente Einzelzellen, die nicht nur kochendes Wasser und Trockenheit problemlos überstehen, sondern noch nach Tausenden von Jahren wieder auswachsen und sich vermehren können. Das heißt, theoretisch könnten zumindest solche Mikroorganismen auch in die Bücher gelangt sein. Wir haben daher erwartet, dass wir solche Bakterien zumindest auch in mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Leipzig finden. Und genau das war der Fall. Ein Großteil der von uns isolierten Bakterienkulturen gehörte zur Bacillus-Gruppe. Dazu mussten wir zunächst schonende Beprobungsmethoden für die wertvollen mittelalterlichen Handschriften entwickeln. Ich bin Cecilia Flocco, Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut DSMZ. Die besten Resultate bei der Probenentnahme erhielten wir mit zertifiziert DNA-freien und sterilen Nylon-Tupfern. Interessanterweise konnten wir dabei aber auch ganz neue Bakterienarten isolieren, die offenbar besonders gut an die Extrembedingungen auf Pergament wie Trockenheit oder hohen Salzgehalt angepasst sind. Nun ist der Nachweis solcher weit verbreiteter Umweltbakterien nicht besonders informativ, wenn man sich für die spezifische Geschichte eines Buches, also die Nutzung durch bestimmte Personen, interessiert. Andere Bakterien besiedeln aber typischerweise uns Menschen, beispielsweise unsere Haut, unsere Mundhöhle oder den Darm und können von dort in unsere Umgebung gelangen. Es ist also theoretisch möglich, dass Bakterien von den Nutzenden in die mittelalterlichen Handschriften gelangt sind und dort überdauert haben. Und tatsächlich haben wir an den Rändern der Pergamentseiten, wo also immer umgeblättert wird, einen typischen menschlichen Hautbewohner namens Staphylococcus epidermidis, der Name sagt es schon, nachweisen können. In dem zentralen beschriebenen Teil mit den Buchstaben allerdings nicht. Wie kann man nun aber feststellen, ob die so aufwendig isolierten Bakterien nun tatsächlich aus vergangenen Zeiten stammen und nicht vor wenigen Tagen erst von einem gegenwärtigen Benutzer in das Buch eingetragen wurden? Das sieht man den von außen nicht an. Erst einmal muss anhand der Bibliotheksunterlagen sichergestellt sein, dass das Buch in den letzten Jahrzehnten, am besten in den letzten Jahrhunderten, praktisch nicht geöffnet wurde. In unserem Fall wurden zwei Handschriften aus dem 13. Jahrhundert untersucht, die seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kaum noch geöffnet wurden. Dann müssen geeignete Bakterienarten, wie zum Beispiel Staphylococcus epidermidis, isoliert, ihre Genomsequenz bestimmt und mit denen heutiger Isolate verglichen werden.
denn die auf uns Menschen schnell wachsenden Bakterienarten verändern dabei ihre Genomsequenz über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Bakterien, die heute isoliert werden, haben also eine veränderte Sequenz gegenüber den Bakterienzellen, die in den Büchern schon lange überdauern und nur selten wachsen konnten. So erlauben Sequenzänderungen letztendlich Rückschlüsse auf den zeitlichen Ursprung dieser Bakterien. Im Gegenteil zu der Sichtweise auf Mikroorganismen noch vor 100 Jahren als Infektionserreger, als gefährliche, böse Bakterien, zeigt sich also anhand unserer Arbeiten in dem Projekt Die kontaminierte Bibliothek, dass man auch in den Bakterien aus Büchern ganz neue spannende Informationen lesen kann. Die gewonnenen Bakterienisolate stellen wertvolle Informationsträger dar, die in dieser Form für spätere Analysen konserviert und erhalten werden müssen. Alle, auch die weniger überdauerungsfähigen Bakterien, müssen wir dazu in lebensfähiger, aber möglichst inaktiver Form über Jahrzehnte erhalten. Die Mission unseres Leibniz-Instituts DSMZ ist die Erforschung, Bereitstellung und Nutzung der mikrobiellen Diversität. Hier werden über 73.000 verschiedene mikrobiologische Ressourcen, darunter 80% aller bisher isolierten Bakterienarten, konserviert, aufbewahrt und qualitätskontrolliert der Forschung weltweit zur Verfügung gestellt. Seit neuestem verwenden wir auch eine hochmoderne Robotik für die Verwaltung der Kulturen. Das Leibniz-Institut DSMZ ist also selbst eine Bibliothek, in der allerdings nun mit modernsten molekularbiologischen Methoden gelesen werden kann.